Guten Morgen. Es ist so warm. Wir gehen jetzt in die Universal Studios. Wir haben gerade schon im Internet nachgeschaut und die Wartezeiten sind echt unfassbar lang. Naja, mal sehen. Also wir möchten natürlich auf jeden Fall in die Harry Potter Welt. Und im Moment ist es dann irgendwie 180 Minuten Zeit zum Anstehen. Und das ist natürlich nie so cool. Aber wenn wir Glück haben, wird es abends leerer oder so. Wir sind ja den ganzen Tag da. Karten haben wir auch schon. Das heißt, wir müssen uns wenigstens nicht an der Kasse anstellen. Das ist schon mal ganz gut. Es gibt ja, glaube ich, auch so eine Tour durch die Studios. Das würde ich auch gerne machen. Das hat mir eine Freundin empfohlen. Und ja, das ist ja auch eine der Sachen, die dann, glaube ich, die meisten Leute machen. Aber da sind wohl nur, in Anführungsstrichen, 40 Minuten Wartezeit. Das geht wahrscheinlich noch, auch wenn das für mich halt bei der Hitze auch schon ziemlich heftig klingt. Aber egal. Ich meine, ich habe auch nicht wirklich erwartet, dass man da immer direkt überall hinkommt. Dafür bräuchte man so Express-Tickets. Aber das ist dann nochmal deutlich teurer und deshalb machen wir es natürlich nicht. So, jetzt fahren wir wieder mit so einem Uber. Und das ist ja echt Uber und nicht Uber oder irgendwie sowas. Wir sind da! Lara und ich wollen jetzt erstmal ein Foto davor machen. Also, wie ihr vielleicht sehen könnt, sind wir jetzt schon in der Harry Potter Welt, weil man hier gar kein Ticket braucht, um in die nach Hogsmeade zu kommen. Und hier ist der Scherzartikelladen. Lara ist schon hier drin. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Oh mein Gott. Das sieht sehr gut aus alles. Hier sind die Schokoladenfrösche. Ja, aber die kosten 10,95 €. Oh mein Gott, wie wunderschön. Guck mal, da hinten ist eine rosa Schleife. Wo die wohl hinführt. Und hier sind die Dinger da oben, gehen mal auf. Ist das nicht süß? Wir haben zwar Hochsommer, aber trotzdem Schnee auf den Dächern. Wir sind gerade bei Ollivander. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Auf jeden Fall ist es schon voll cool. Überall sind Zauberstern. I see there are many of you here to witness a warm fitting. Hello, my dear. This little one has been here for quite a while. Sehr cool. Wir haben übrigens schon Zauberstäbe gekauft. Ist mit uns durchgegangen. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was ich mit diesem Zauberstab machen werde, aber ich denke mal halt einfach aufstellen irgendwo oder so. Ich habe den von Fleur gekauft. Ich finde den wirklich mega, mega schön. Und jetzt gehe ich mal was trinken. Wir versuchen jetzt hier Butterbier zu kaufen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es ist. Also ich weiß nicht, was Butterbier ist, aber wie das hier sozusagen gemacht wird, also was da drin ist. Ja? Okay, probier mal. Und? Ist gut. Oh. Okay, ist voll lecker. Geht wohl so eine Tour durch und das stellen wir uns jetzt an. Auch wenn es eine Stunde dauert, aber ich glaube, das wird es wert sein. Wir stehen jetzt am Eingang. Es hat lange gedauert und es war sehr heiß. Aber wir haben es geschafft. Also nahezu. Ich meine, hier ist der Eingang. Sieht schon sehr beeindruckend aus. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, ich muss gleich meine Tasche wegschließen. Also kann ich wahrscheinlich nicht mitfilmen, aber ich meine, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Dann sehen wir uns halt bei der nächsten Sache. Jetzt muss ich schnell hinterher. Excuse me. Geschafft übrigens. War einfach zu wenig Platz da in diesen Fächern. Deshalb, wir wollten nicht noch ein extra Fach holen. Und deshalb habe ich jetzt auch noch meine Tasche mit meiner Kamera. Mal sehen, was ich filmen kann. Oh, ihr wisst gar nicht, wie schön kühl es hier gerade ist. Wir sind gerade im Gemeinschaftsraum von den Gryffindors. Und so sieht das aus, was wir gleich machen. Das war so krass. Das war so cool. Ich konnte nicht filmen, das war zu heftig dafür, aber oh mein Gott, falls ihr mal hier seid, das müsst ihr unbedingt machen. In das Schloss rein, durch diese Bahn, das war der Knaller. Unglaublich. Also wir sitzen jetzt in drei Besen und das ist unser ganzes Essen.
Oh, die Stadt. Wir können uns gerade 3D-Brillen nehmen und gleich geht es jetzt auch endlich nach 50 Minuten oder ich weiß nicht, so lange sollte es angeblich dauern, in den Bus. One of the all-time greats, one of my personal favorites. Hey, Jimmy Stewart, later on, Dan Aykroyd, Tom Cruise. The theme park. On your left, we get a brief view of our London Square, which has been used as a residential street in London, or even as votes of Parliament. Right now, everybody, believe it or not, as we make this turn here, we're in the Big Apple. That's right. Welcome to New York City, or at least our New York Street anyways. Our New York Street had its own set of London nach New York. And don't worry, you hear dinosaurs really ejected on the ring of the board. That's probably because the still on the cycle. Here in the old Mexico portion of the back lot is a film. You know, everybody, it's just a hop and a skip from old Mexico to the old West. Ladies and gentlemen, welcome to Six Points, Texas. Let me show around the neighborhood. And again on the left-hand side, you'll see a stone and beige house that was owned by Susan Bell. This was directed by Ron Howard, starring Jim Carrey, one of the biggest productions we ever had here in the lot. Can't believe he hasn't noticed us yet. Okay, hey, maybe it's time to check out of the Bates Motel. What do you say, Ron? Das extra dafür zerstört wurde. Wir sind von der Studiotour zurück und jetzt gehen wir hier auf die Hippogreif-Achterbahn. Ja, weil wir nur 15 Minuten warten müssen, stand da zumindest. Und Hagrid kommentiert das Ganze. Ja, du packst 15, aber da wird man halt nass und mittlerweile, also wahrscheinlich wird man nass, es ist irgendwas mit dem Wasserfall. Ich würde so gerne da drauf, aber das Problem ist halt, dass es jetzt schon ein bisschen kühler ist. Wenn wir richtig nass werden, wird uns halt danach voll kalt. Ich will trotzdem da drauf, aber ich glaube meine Familie nicht. So, wir waren jetzt in der Mami-Achterbahn. Es war cool, aber es war schon ziemlich kurz. Also es war kurz und heftig. Und das ist übrigens mein Zauberstab hier. Ja, und jetzt gehen wir noch was essen, einen Burger. Wir laufen hier gerade so lang auf der Suche nach was zu essen. Wir sehen, dass da voll die krasse Lightshow Hogwarts drauf ist. Wow! Wir sind aus dem Universal Studios jetzt raus. Und jetzt sind wir in der Universal City, glaube ich. So, wir waren jetzt hier noch kurz in ein paar Läden und jetzt werden wir wieder ein Taxi stellen oder uns ein Taxi suchen. Und zurückfahren zum Campingplatz. Und ich bin sehr erschöpft, aber auch sehr glücklich. Das war ein sehr, sehr schöner Tag. Ich würde sagen, das war es dann jetzt auch mal für heute mit diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin ziemlich müde gerade, deshalb beende ich jetzt den Vlog. Und wir fahren jetzt auch nach Hause. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ein paar Palmen stehen hier.